Jo Leute! So, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal einen Kameratest, beziehungsweise mit meinem alten Camcorder. Und mit dem habe ich mich jetzt mal ein bisschen mehr schlau gemacht als damals vor ungefähr 5 oder 6 Jahren. Der ist zwar schon ziemlich beschädigt, aber er funktioniert immer noch einwandfrei. Also das sehe ich nicht beschädigt, das Menü nicht beschädigt, das ist gut. Und ja, ich habe schon selber so Test gemacht, also ohne diesen Test irgendwie hochzuladen, sondern eher drei Kameras getestet. Einmal habe ich diese Kamera getestet. Diese Kamera hier getestet, kann man sogar gut scharf sehen. Und noch beim zweiten Mal, warte mal ganz kurz, Leute, warte. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich es hingelegt habe. Na super, gestern irgendwo hingelegt und wieder vergessen, Alter. Super. Aber gut, ich hab mein Tablet getestet mit der Kameraqualität und dann habe ich noch diese Kamera getestet, die ich gerade in der Hand habe, den Camcorder. Das ist zwar klar auch ein Camcorder, aber der hier ist schlechter als dem, wo ich gerade in der Hand habe und damit aufnehme. Und ich muss sagen, dass der Camcorder, den ich gerade in der Hand habe und mit aufnehme, sogar eine bessere, sagen wir mal, Soundqualität hat, beziehungsweise über Mikrofon. Hört sich viel besser an. Krass. Jetzt habe ich zwar gerade eine normale SD-Karte drin, also keine Micro-SD-Karte, sondern normale mit 4 GB gerade drin, weil ich mache ja jetzt nicht voll. Ich mache ja jetzt nicht voll den krassen. Gerade voll das krasse lange Video oder so, sondern einfach nur kurzen Test mit euch zusammen. Einfach mal. Und so, dann gucken wir jetzt mal gerade kurz. So, hier seht ihr mein Bildschirm. Und hier seht ihr zum Beispiel Matrix Video Deluxe Plus. So, das ist mein Renderprogramm und da sagt er mir halt, hey, komm, verlängerst und dann, jo, bam, habe ich die neue Version 2019 oder 2020. Brauche ich aber nicht. So, sagen wir es mal so, ich tue jetzt zum Beispiel eine Kleinigkeit verändern, ja, eine Kleinigkeit verändern. Ich gehe hier hoch. Ich glaube, weiter geht's nicht. Aber auf jeden Fall ist die Scheiße da nicht mehr ganz so scharf. So, dann gehen wir wieder zurück. Und schon ist es schärfer. Krass. Hätte es doch damals mal mich schlau gemacht. Naja. Manchmal dauert's. Gut. Hier ist mein Zigarettenetui. Einfach hier push. Boom. Geht's auf. Cool. Hier ist mein Zigarettenstopfer von GJ. Ja, hier ist das Teil. Hier ist mein geiles Mikrofon. Hier ist ein Saustall. Da liegt übrigens noch mein altes Mikrofon. Das habe ich vor 5 Jahren noch gehabt. Also zuletzt 2017 habe ich dieses Mikrofon gehabt. Der D-Bone SC440 ist eigentlich schon ein recht gutes Mikrofon. Warum hier diese
Also warum hier zum Beispiel diese Belege sind, das liegt daran, weil es hier geklebt hatte mit Klebeband, weil es halt ein provisorisches Mikrofonständer gebaut hatte, aus Pappe. Ehrlich gesagt aus einer Tabakdose, aus einer runden Tabakdose damals, und ja, das stand dann immer hier so und hat man so reingesprochen. Jo. Ja, ich habe ein schlechtes Teil, deswegen behalte ich es. Falls das hier mal kaputt geht, dann habe ich das hier noch. Geil. Gut. Dann muss ich sagen, ist diese Kamera eigentlich doch nicht schlecht. Man kann, glaube ich, auch schön die Tasten auch sehen hier. Gut, staubig, muss ja mal entstauben und so. Ein bisschen direkt dran. Muss auch mal wegmachen, ey. Aber immer so faul, die Scheiße das sauber zu machen. So, hier drunter habe ich noch PlayStation 3 und die PlayStation 3 Slim. Beide funktionieren. Hier habe ich mein Zweit-PC, das war der PC, den ich mir damals vor 3 Jahren geholt hatte. Da liegt das Mikrofon und der ist übrigens gerade an, wie man sieht. Und hier ist mein eigentlicher Rechner, der auch gerade an ist. Gut, dann mache ich erstmal einen Cut, Leute. Und wir sehen uns dann bei meinem Let's Play wieder. Ich bin raus. Euer Gummisi 21. Yeah!